Die Freude war groß, als es vor einiger Zeit angekündigt wurde, dass Lidl eine eigene Billigmarken von der Milka Max rausbringen. Und das hier ist jetzt tatsächlich nicht die von Lidl, denn gleichzeitig hat auch Netto Markendiscount solche Tafeln rausgebracht. Und hier schauen wir uns mal eine davon an, und zwar die Chocofun Cookie and Cream Maxilicious. Und wie ihr seht, könnte das Ganze maximal geil sein. Bleibt dabei und viel Spaß. Ja, nicht nur, dass das Ganze jetzt irgendwie optisch geil aussieht, wie so eine Milka Max Cookies and Cream, Video auf meinem YouTube-Kanal, ich verlinke es euch, sondern auch geil ist der Preis gewesen. Das Ding hat, glaube ich, gerade mal 1,50 Euro oder irgendwie so gekostet oder 1,80 Euro. Das war echt verdammt günstig. Es sind trotzdem 300 Gramm drin und vielleicht ist das Ding ja auch wirklich genauso geil wie die Cookies and Cream. Ich muss sagen, ich mag die kleine 100 Gramm Milka mit Oreo lieber als die Oreo, die große Oreo. Die finde ich nicht ganz so geil. Die kleinen mit diesen runden Keksen drin, wie du auch auf meinem YouTube-Kanal, verlinke ich euch auch. Die finde ich geiler als diese Milka Max. Aber wir schauen mal, wie das Ding hier ist. Ich finde, bei der großen, da hatten mir, glaube ich, so die Röstaromen der Kekse gefehlt. Und ich bin sehr gespannt, wie das hier bei dieser Tafel ist. Deswegen gucken wir uns das Ganze mal an. Die war übrigens in einem Aktionsregal. Ja, das kann also heißen, dass ihr die nicht mehr so findet. Aber es kann auch sein, dass das so ein Testlauf nur war und dass die auch fest ins Sortiment kommt. Das gilt es abzuwarten. Bei Lidl habe ich übrigens auch die großen Tafeln nie gesehen. Das war wohl, glaube ich, auch Aktionsware oder so. Schauen wir mal, was da noch kommt. Aber es kann ja nicht schaden, wenn man es schon mal gesehen hat. Und dann weiß, ja, wenn ich sie sehe, kann ich sie kaufen oder nicht. Schokolade natürlich. Könnt ihr euch hier die Nährwerte anschauen, wenn ihr wollt. Wichtiger ist, was wir denn so drin haben. Jetzt haben wir Alpen-Vollmilchschokolade mit Milchcremefüllung 45% und 13,5% Kakaokeks. Und die Zutaten sind natürlich ellenlang. Palmfett direkt an zweiter Stelle. Juhu, da lacht der Urwald. Tut er natürlich nicht, das war jetzt natürlich Ironie. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, informiert euch auch mal darüber. Das Problem, ich habe schon in manchen anderen Videos gesagt, ist nicht die Palmpflanze, sondern der Mensch, der einfach viel zu viel Fett braucht. Und die Palmölpflanze ist nun mal am effektivsten. Wenn man eine Palmölpflanze durch Sonnenblumen ersetzen würde, dann würden wir viel, viel mehr Fläche roden müssen. Gut, das sei nur dazu angemerkt. Es gibt natürlich noch andere Faktoren, die auch gesundheitliche Faktoren, ne? Will ich jetzt nicht rumdiskutieren. Ich will nur sagen, man muss immer auch zwei Seiten sehen. Es ist nicht alles immer schlecht, was gemacht wird. Also natürlich ist es schlecht, dass Urwald abgeholzt wird, aber die Palmpflanze ist nicht das Schlechte dabei, versteht ihr? Sondern das Abholzen. Das muss man halt differenzieren. Okay, wir wollen ja nicht so weit quatschen. Wir packen das Ding jetzt einfach mal aus. Das ist natürlich leider schon mal ein bisschen kaputt gebrochen. Das passiert bei diesen Riesentafeln leider immer, immer wieder. Und ja, das so, sieht auf jeden Fall schon mal irgendwie erstaunlich aus, wie so eine Milka, so von der Farbe. Ist auch genauso schmierig fettig wie so eine Milka. Jetzt gerade beim Antätscheln kam mir das direkt so vor, dass sie diesen sehr starken Schmelz hat wie so eine Milka. Und hier sehen wir jetzt den Querschnitt. Ist auf jeden Fall recht weich. Der Keks ist jetzt hier nicht so ganz schön gebrochen. Hier am Rand sieht man, ist nicht ganz so viel Keksschamme, deswegen nehme ich jetzt mal hier ein Stück aus der Mitte. Also irgendwie fällt die hier so halb auseinander beim Brechen. Das ist bei einer Milka, glaube ich, nicht so, oder irre ich mich da? Jedenfalls haben wir jetzt hier unten mal diese Creme und hier den Keks. Und oben den Deckel, aber die kann man dafür gut auseinanderpflücken. Ha! Probiere ich das aber mal in Kombination. Muss ich nur mal eben wieder zusammenbauen. Natürlich ein bisschen doof. Ist das bei Milka auch so? Mhm. Auf jeden Fall schön knackig, der Keks. Wie so ein Butterkeks. Hat jetzt aber auf den ersten Bissen auch nicht den heftigsten Röstgeschmack. Ich probiere... Doof, dass man das so auseinander abpellen kann, obwohl es auch irgendwie geil ist. Ich probiere jetzt mal nur diese Creme. Ja, das ist halt wie so eine Fettcreme. Schmeckt es nicht wirklich nach, ja, Cream heißt ja auch einfach nur Cream. Schmeckt es nicht wirklich irgendwie wie, ja, wie eine, ja, wie soll es eigentlich schmecken? Also es geht schon so in die Richtung Oreo. Es ist halt so eine Fettcreme, ne? Wichtiger wird vielleicht der Keks, wie der schmeckt. Ja, aber ich finde, der hat jetzt leider auch nicht dieses schöne Röstaroma. Der ist super knusprig, das muss man ihm lassen. Ich weiß, ich spiele ein bisschen rum, entschuldigt bitte, das will ich eigentlich nicht. Ich nehme es nur in die Hand und das Ding fällt auseinander. Aber der Keks, der hat absolut keinen Wumms.
geschmacklich. Eine leichte Röstnote hat er schon, aber nicht so wie ein Oreo-Keks. Ich finde, da wäre durchaus Nachholbedarf irgendwie. Ich räume mal hier die Fetzen zur Seite, das sieht sonst doof aus, wenn ich euch die Schokolade zeige. Da gibt es durchaus Nachholbedarf, was die Knusprigkeit angeht und auch was den Zusammenbau der Tafel angeht. Ist das alles irgendwie eher so suboptimal, ist so mein Eindruck. Also ich sag mal, für den Preis kann man sicherlich machen, mal 300 Gramm Schokolade. Das ist soweit auch okay, die Schokolade ist süß, die schmolz auch gut. Aber die ist so ein bisschen kompliziert zu essen. Guck mal, ich könnte jetzt hier den ganzen Deckel abheben. Sehr komplizierte Sache. Ja, die Netto Magnus-Count Cookies und Cream Schokolade. Ja, für 1,50 könnt ihr das mal machen. Ansonsten greift ihr lieber zum Original. Die kriegt man im Angebot auch für 2 Euro. Die fand ich jetzt zwar auch nicht so geil. Dann kauft ihr lieber die kleinen Tafeln im Angebot. Die sind deutlich besser. Wie gesagt, kann man machen. Vor allem aus Neugier, aber muss man auch nicht. Und vor allem, der Keks schwächelt halt und enttäuscht mich doch wirklich ein bisschen. Nun ja, Schokofahren, Cookies und Cream, ja, so ein Mittelkandidat. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.